Deutschland. Hier. Prozess. Wirklich? Ja, das ist geil, Alter. Freunde, herzlich willkommen zum nächsten Vlog. Heute, wie versprochen, aus Orlando. Magic gegen Pacers. Björn und ich sind wieder am Start. Wir drehen heute parallel auch für NBA Undrafted. Und wir sitzen tatsächlich Courtside. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich bin extrem aufgeregt. Und ich möchte heute auch gar nicht viel reden. Ich möchte euch einfach ganz, ganz viele Eindrücke geben aus der ersten Reihe. Ich bin extrem happy, dass wir das erleben dürfen. Und versuche euch jetzt so gut es geht, daran teilhaben zu lassen. Viel Spaß. Wirklich? Ja, das ist geil, Alter. Ja, wir haben uns einmal gegönnt heute. Wir dachten, nee, das ist nice. Wenn wir schon mal hier sind. Nee, es geht auch ordentlich ab, Alter. Die machen, also das ist ja hier mit Disney. Letztes Jahr war eher so ein bisschen so Kinder-Disney-Tummel. Mhm. Und dieses Jahr geht es wirklich richtig ab. Ja. Ja, aber merkt man auch so in der Stadt, dass jetzt so langsam die werden, hier geht was so? Oder? Was heißt in der Stadt? Gibt es ja nicht so richtig. Oder so in der Fanbase, meine ich so. Ja, ja. Also man merkt, es kommen mehr Leute, es ist mehr ausverkauft und so. Und am Anfang also hat man auch gemerkt, also ich merke natürlich auch mit Franz, wenn wir zusammen unterwegs sind, ne, also stechen halt auch zusammen raus. So. Ja, ein bisschen merkt man schon. Ja. Geht. Und wir haben uns jetzt noch was ganz Besonderes überlegt. Wir fahren jetzt nach ganz oben, ja, auf die Plätze unterm Hallendach. Yes. Und was haben wir denn vor, Björn? Wir überraschen heute Fans, die ganz oben sitzen, mit Courtside-Tickets. Das bedeutet Tickets wirklich auf dem Floor, also auf dem Boden, auf dem Parkett. Wir gehen auf die Suche. Let's go. Hi there, guys. Are you big Orlando Magic fans? Yes. Is it your first time here? It's been a long time. You want to upgrade your seats so you get a little closer to the court. Okay. You like that? Yeah. Okay. You want to come with us? Sure. Okay. Let's do it. Let's do it. How many Magic games have you seen before? Well, I watch a lot. We just don't get, we're so busy all the time. We don't get to come to too many. But yeah, of course. Let's go, guys. Oh, man. It's different down here for sure. Yeah.
Hey Franz, erstmal Glückwunsch zum Sieg. Wie hast du das Spiel erlebt und dann Big Picture? Ihr habt drei der letzten vier gewonnen. Wo siehst du euch aktuell im Saisonverlauf? Womit bist du zufrieden und wo sagst du, gibt es vielleicht noch Luft nach oben? Ja, ich glaube, das Spiel hat es, glaube ich, ganz gut gezeigt. Ich glaube, jeder hat gesehen, dass wir sehr, sehr viel Talent haben, wenn wir fokussiert auftreten, eine große Führung auch oft spielen können. Und dann fehlt uns ein paar Mal noch die Erfahrung, glaube ich, so der Fokus, das ganze Spiel durchzuziehen. Und deswegen sind wir auch ein paar Mal natürlich wieder rangekommen. Ich glaube, wir gehen in die richtige Richtung. Man sieht, wenn wir fokussiert unsere Sachen machen, dass andere Teams auch echt Schwierigkeiten haben, uns zu stoppen. Und hoffentlich können wir es öfter consistent in den Spielen bringen und dann gucken wir, wo es hingeht. Ich glaube, wir sind jetzt drei Spiele vom Play-In entfernt. Bisschen über der Hälfte der Saison, dann noch über 30 Spiele. Ist noch relativ viel drin, glaube ich. Lass uns nochmal ein Spiel zurückgehen. Ihr habt die Celtics jetzt zum dritten Mal geschlagen diese Saison, hat uns niemand geschafft. Ist es manchmal so, dass man Teams hat, ich meine, es ist das beste Team der Liga aktuell, dass man Teams hat, die einem besonders gut liegen, oder wie erklärst du dir, dass das sich immer wieder schlagt? Ich würde es eigentlich so erklären, dass wir in den Spielen richtig, richtig Bock haben, richtig, richtig fokussiert die ganze Zeit sind, weil wir wissen, wenn man ein, zwei Minuten nicht da ist, dann kann man das Spiel sofort verlieren. Ich glaube, da gehe ich zurück zu, was ich am Anfang gesagt habe, dass da der Fokus einfach fast über 48 Minuten die ganze Zeit da ist. Und das fehlt uns halt bei ein paar anderen Spielen noch. So, und zum Abschluss haben Mo und Franz noch ein ganz besonderes Announcement für euch, denn zusammen mit Fanzone bringen die beiden am 16. Februar ihre erste eigene NFT-Kollektion an den Start. Da die Wagners natürlich nicht nur Fans in Deutschland haben, haben wir das Interview auf Englisch geführt, also nicht wundern. Ich packe euch aber auch nochmal alle Infos in die Beschreibung. Da findet ihr unter anderem auch einen Link, über den ihr euch direkt für die Whitelist anmelden könnt, wenn ihr keinen Drop mehr verpassen möchtet. Jetzt viel Spaß, hier kommen alle Infos von den Jungs. Hey guys, first of all, congratulations on your first digital collectibles. Did you ever imagine owning your own 3D bobblehead, and what do you think of the design? Looking at the design, it looks really, really cool. And no, I never dreamt of something like that. But I think it's a super cool opportunity for us to engage with our fans. And it's definitely something new for us, but yeah, we're enjoying it. Mo, be honest, which one looks better? I mean, that goes without saying. So I'm not gonna say it. Yeah, it's me. Yeah, no, it's me. So can you talk a little bit about the collection and what it's about? Yeah, so the first collection that just dropped is our home collection, focusing on our time in Berlin, how we grew up there, and how we fell in love with the game of basketball. And part of the collectible, of each collectible, is exclusive interview material on the flip side of it. Which obviously is with us, and so make sure you check it out. So can you tell us a little bit more about the idea behind the project? So like Franz already mentioned, it was for us a great opportunity because we thought it was a great idea to engage in a different way with a fan base of basketball and NBA in general, and a great opportunity to meet the fans as well via Zooms, and through the meet and greet as well, through the prices. So we thought it was a really cool modern way to connect to the fans. So can you tell the fans why they should start collecting? Are there any challenges or rewards? Yeah, so the way it works is if you get a part of the first collection, you get some signed merch that we provided. If you complete that first collection, there will be a Zoom interview with us. Nice. That we are very excited for. And if you complete all three collections, there will be a meet and greet at an NBA game with us, which we are also very looking forward to, obviously. So. Yeah, this is a cool thing. So to wrap it up, any plans for the future regarding this project? Yeah, of course. This was only the beginning. So this was the first of three. So we got two more. The college edition, which is a collection of our highlights from both our times at Michigan. Then the pro edition, celebrating the highlights from our time here in Orlando. And all those collections are just there to celebrate the amazing fact that we had the same journey to the NBA, and hopefully we keep going like that. So make sure you get all those three. Sounds amazing. Thanks for taking the time, and guys, start collecting. So Freunde, die Abmod gibt's jetzt aus dem Studio. Ich habe es an dem Abend einfach nicht mehr geschafft, noch eine aufzunehmen. War einfach alles sehr überwältigend. Man musste auch einfach erstmal alles sacken lassen. Ihr habt bei Björn im Vlog wahrscheinlich gesehen, dass wir einfach nur noch ins Hotel sind, noch ein bisschen Golden State Memphis geschaut haben. Und dann ging es auch ins Bett und am nächsten Tag ging es nach Hause. Ich wollte einfach nochmal Danke sagen für euren ganzen Support, dafür, dass ihr seit all den Jahren schon Shots feiert, dass ihr Undrafted feiert, dass ihr die Vlogs feiert, dass ihr immer am Start seid. Wir hoffen, wir können diese unglaublichen Erlebnisse so gut es geht transportieren. Für uns ist auch alles überhaupt nicht selbstverständlich. Also wir haben uns da auch auf den Kurzzeitplätzen mehrmals angeschaut
und mussten einfach nur grinsen, weil wir es gar nicht glauben konnten, dass wir da wirklich saßen. Also für uns ist das wirklich nicht selbstverständlich. Für uns geht da auch Abend für Abend ein Traum in Erfüllung. Und das haben wir zum Großteil auch euch zu verdanken, denn wenn ihr nicht zuschauen würdet, dann gäbe es keinen Undrafted, dann gäbe es keinen Shots Fired. Und ja, dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Wir hoffen, die Vlogs haben euch gefallen. Schaut auf jeden Fall auch bei Björn vorbei. Link in der Beschreibung, da gibt es auch nochmal einen Orlando-Vlog. Die Miami-Vlogs, die Paris-Vlogs, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch gerne alles an. Wir machen weiter. Am Freitag geht es weiter mit Shots Fired. Und wir hoffen, ihr bleibt uns weiterhin treu. Danke fürs Zuschauen. Bis Freitag, haut rein. Ciao.